Guten Abend. Willkommen beim Ausschlachter. Ich bin Krankenschwester Graves, Dr. Barrows Assistentin. Lassen Sie sich von dem Namen hier nicht täuschen. Der Doktor ist sehr gut, was Verletzungen, Verstümmelungen und Traumata angeht. Falls Sie Stimpaks oder Blutpakete brauchen, sagen Sie Bescheid. Kein Problem. Sprechen Sie mit Dr. Barrows. Ach ja, wir akzeptieren nur Kronkorken, also keine Tauschgeschäfte. Tut mir leid, aber sie wird eine Weile weg sein. Ihr geht es nämlich gar nicht gut. Aber keine Sorge. Ich bin mir sicher, dass der Rest von Rileys Rangers bald hier auftauchen und ihr Heim in Besitz nehmen wird. Ach, sie sind wohl neu hier. Die Rangers sind ein Söldnertrupp, der in den Ruinen von DC stationiert ist. Ich gehe davon aus, dass Riley ihre Anführerin ist. Von ihrer Rüstung waren nur noch Fetzen übrig. Sie war in ziemlich schlimmer Verfassung, als man sie vor den Toren von Underworld fand. Nein, tut mir leid. Ich kann sie nicht zwingen, aufzuwachen. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das auf ihren Körper hätte. Dr. Barrows, zu Ihren Diensten. Was bringt Sie zum Ausschlachter? Hoffe, Sie sind gekommen, um mir zu helfen. Frische menschliche Proben kann ich immer gebrauchen. Was ist denn frische menschliche Proben? Sie kennen mich nicht. Ich bin die führende Kapazität im Bereich der Ghoul-Evolution. Ich möchte wissen, was in uns vorgeht. Irgendetwas hat uns zu dieser verwesenden Gestalt verdammt. Und ich habe vor, herauszufinden, was es ist. Ich brauche also menschliche Hautproben, Organe und andere Bestandteile, um stichhaltige Experimente durchzuführen. Oben für mich behalten. Schade. Na gut, was kann ich für Sie tun? Mit Riley, passt. Es wäre gefährlich, Sie vorzeitig aufzuwecken. Der plötzliche Schock für Ihren Kreislauf könnte eine Menge Komplikationen verursachen. Ich schätze Ihre Aufrichtigkeit, aber das ist leider zu riskant. Das ist eine Söldnergruppe. Ich habe sie ein paar Mal in Underworld gesehen. Ich bin nicht sicher, um was es bei ihrer Mission geht, aber ich vermute, dass Gewalt eine Rolle spielt. Die Rangers haben unweit von hier ein kleines Hauptquartier. Ich programmiere die Lage mal in ihren Pip-Boy ein. Klingt doch gut. Immer vorsichtig sein, ja? Immer. Bin ich immer. Ja? Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Bedrohung wird abgeschätzt. Nur weil ich eine Waffe im Anschlag trage, bin ich nicht unbedingt bedroht. Ich habe viel zu tun. Falls ich irgendwie helfen kann, einfach Bescheid sagen. Suchen wir mal die gute Carol. Ja, was ist? Oh, ein Neuankömmling. Tut mir leid, das war wirklich unhöflich. Willkommen, willkommen bei Carols. Ich bin Carol. Ist nicht groß, gehört aber mir. Sagen Sie Bescheid, falls Sie etwas brauchen. Greater besorgt Ihnen Lebensmittel und ich kümmere mich um die Zimmer. Schön, hier mal wieder jemand Neues zu sehen, auch wenn's nur eine hässliche Glatthaut ist. War ein Scherz. Echt jetzt, Ihnen wird's hier gefallen. Das klingt total sympathisch. Kennen Sie Gorb? Gorb? Klar kenne ich den. Er ist mein Sohn. Nun, nicht so, wie Sie sich's vorstellen. Wir Ghule sind da anders, aber ich liebe ihn, als wäre er mein Sohn. Kennen Sie ihn? Haben Sie ihn gesehen? Geht's ihm gut? Vielleicht ist er ein Sklave? Das
Das ist ja furchtbar. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass er am Leben ist. Das ist immerhin etwas. Falls Sie wieder einmal dort vorbeikommen, sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn vermisse und ihn sehr lieb habe. Aber er darf nicht versuchen zu flüchten. Es ist zu gefährlich. Er sollte bleiben, wo er ist. Ich könnte es nicht ertragen, wenn ihm etwas passiert. Na gut. Mit Greta. Richtig. Sie und ich sind jetzt seit ungefähr 60 Jahren zusammen. Aber mit Gobs Weggang hat sich alles verändert. Er war wie ein Sohn für mich. Ich glaube, Greta war immer etwas eifersüchtig auf ihn. Na so, bin dann mal weg. Nicht unterbuttern lassen. Buttern tue ich sie. Hallo. Tut mir leid. Ich habe gerade Pause. Ich bin gleich wieder da, falls Sie etwas zu essen brauchen. Oh, hey, sieh da, ein Mensch mit Haaren. Hey, ob da wohl was zu machen ist? Finger weg von meinen Haaren. Ach, kommen Sie schon. Geben Sie mir doch eine Chance, an einem echten Menschen zu arbeiten. Ich bin gut, echt jetzt. Ich nehme nur ein paar Züge und zaubere Ihnen den besten Haarschnitt Ihres Lebens. Und alles kostenlos. Das macht Spaß. Und Wohlstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Ich bevorzuge Coiffeur, aber jedem das seine. Jeder hat eine Begabung. Ich lebte damals in Rivet City. Die Leute hatten genug Geld und ich verdiente gut. Aber als ich mich veränderte, kam keiner mehr. Und so bin ich hier gelandet. Natürlich macht ein Ghoul mit Friseurladen genauso wenig Sinn wie ein Fliegengitter in einem U-Boot. Naja, scheiß drauf. Dann habe ich einfach mit Jet angefangen. Ist wenigstens ein guter Zeitvertreib, wissen Sie? Okay, dann bin ich mal wieder. Da ziehst du eh drüben gerade. Nun, ja. Und? Was soll ich denn sonst tun, außer Hai zu werden? Glauben Sie, dass ich nüchtern sein muss, um Ghoulhaare zu schneiden? Die halbe Arbeit besteht darin, Haut abzurasieren. Ja. Denen ist es sowieso wurscht, wie sie aussehen. Sie halten mich nur bei Laune. Ja gut, dann muss... Und immer dran denken, alles umsonst. Ja, Schnäppchen. Da war ich schon. Es ist lange her. Was war denn so los hier? 9. Zirkel. Hallo. Hey, Sie. Ja, Sie da. Ich will mit Ihnen reden. Was glotzen Sie denn so? Man möchte meinen, Sie hätten noch nie einen Ghoul aus der Nähe gesehen. Ich hab nichts gegen Ghule. Nur Ihnen einen Drink ausgeben. Bin mir nicht sicher, ob ich was Nützliches weiß. Aber den Drink nehme ich gerne. Das kostet Sie 2 Kronkorken. Es ist ein Ort für Ghule, nicht für Menschen. Wir mögen Menschen nicht besonders. Na dann. Ja, tschüss. Das war wirklich 2 Kronkorken wert. Dann. So, wieder ein Händler. Azrukal. Na, sieh mal einer an. Meine Glatthaut, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich bin Azrukal. Und das ist der 9. Circle. Die Leute haben Probleme und ich hab Schnaps. Nun, Schnaps und ein paar andere Stärkungsmittel. Falls Sie was brauchen, einfach Bescheid sagen. Hier ist der Typ in der Ecke. Das ist Charon. Sag mir mal, er ist ein loyaler Angestellter. Machen Sie mir keinen Ärger, dann macht er Ihnen keinen Ärger. Okay. Glaube? Nein, er ist kein Sklave. Sie beleidigen mich. Ich glaube nicht an die Sklaverei. Abscheulich. Ich glaube an den freien Willen. Es ist undenkbar, eine andere Person gegen ihren Willen festzuhalten. Ketten werden verdient, nicht auferlegt.
Sharon traf einige Entscheidungen, die ihn in meine Dienste führten. Die Art des Vertrags zwischen ihm und mir geht niemanden etwas an. Redet nicht viel, ha? Seine Gesellschaft ist recht erfrischend, nicht wahr? Aber halten Sie seine Einsilbigkeit nicht für Dummheit. Das wäre sehr unklug. Das Unterschätzen eines Gegners war schon für viele ein fataler Fehler. Was macht er so für dich? Passt auf die Bar auf, hält die Betrunkenen unter Kontrolle. Im Prinzip muss ich nur auf irgendwas zeigen und Sloan schlägt Sharon zu. Er ist der beste Schläger, den sich ein korrupter Barkeeper wünschen kann. Er geht mir nie mit seinem eigenen Sinn für Moral auf die Nerven. Ich würde gerne über seinen Vertrag sprechen. Sie wollen über den Vertrag sprechen? Er ist für mich und den Nine Circle von sehr großem Wert. Um was genau geht's denn? Oha. Wenn es geschieht. Wir könnten eine Abmachung treffen. Aber Sie würden das Geschäft nicht mögen, das ich Ihnen anbiete. Ich mag eben keine Konkurrenz. Überhaupt nicht. Das geht gegen meine Prinzipien als Geschäftsmann. Es besorgt mich, dass es eine andere Schnapsquelle in der Stadt gibt. Greta, die Kellnerin drüben im Carrots. Bringen Sie sie um. Mir egal wie, aber machen Sie es leise. Wenn Sie es tun, bekommen Sie Charons Vertrag. Als loyaler Angestellter würde Sharon das ohne Frage erledigen, wenn ich ihn darum bitten würde. Allerdings wäre dann die ganze Stadt gegen mich. Greta ist hier ziemlich beliebt. Wenn Sharon sie tötet, würde jeder wissen, dass ich Gretas Tod in Auftrag gegeben habe. Sharon muss an einem öffentlichen Ort gesehen werden, wenn Greta stirbt. So dass ich so tun kann, als ginge mich das alles nichts an. Keine Lust auf harte Arbeit, was? Macht nichts. Wenn Sie den Job nicht wollen, rücken Sie die Kohle raus. Andernfalls bestehe ich auf den Vertrag. Ja, ich bin da. Alle haben Probleme und alle kommen damit zu mir. Oh. Hat auf dem Weg nach unten besser geschmeckt. Sprechen Sie mit Azrukal. Ist mir Schnuppe. Ja. Redet wirklich nicht viel. Wer bist du? Bist du wieder Willow? Wohl verlaufen, was? Nein, nein. Ich glaube, ich gehe. Ach, Rivets. So Leute, ich glaube, aber ich mache jetzt auch hier wieder Feierabend. River City war auch schon letztes Mal. Wie wär's mit Buff Out? Oder vielleicht ein wenig Psycho? Die Endstation für mich. Und das wird diesmal. Deine Ödlandbewohner müssen irgendwann schlafen. Also ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.